Hallo Leute, herzlich willkommen auf YouTube, herzlich willkommen bei Black Forest Poker, eurem Kanal für RFID Home Games. Willkommen zu unserem Season-Rückblick. Staffel 2 ist Geschichte, Staffel 2 ist gefilmt, Staffel 2 ist gespielt, abgeschlossen, abgewickelt. Und wir wollen euch jetzt mitnehmen, einladen, ein kleines Resümee, ein kleines Fazit zu ziehen. Aber das mache ich nicht allein. Ich habe einen Gast. Und der Gast ist niemand Geringeres als der Spieler der Season 1, der mit mir zusammen jetzt dieses Fazit ziehen wird. Also heißen wir ihn willkommen. Wollen wir ihn reinlassen? Logisch, natürlich. Moin Kevin, servus, grüß dich. Servus Holger, servus Black Forest Poker, servus Zuschauer. Servus YouTube. Danke, Hallo. Servus YouTube, servus, ja, überall, wo das läuft, auf den Kanälen dieser Welt. Auf allen Empfangsgeräten. Ich rechne ja fest mit einer Einschaltquote von 5 bis 8 Milliarden mindestens Klicks, Bytes, was auch immer. Zumindest unsere ganzen Spieler und Spielerinnen werden zugucken und einschalten. Ja, da wird der Super Bowl blass werden dagegen. Ja, das glaubst du aber. Wir hätten große Werbung schalten sollen. Ja, ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht. Es ist Freitagmorgen. Wir haben es endlich geschafft, nach langem Hin und Her einen Termin zu finden, um das jetzt hier aufzuzeichnen. Schön, dass es klappt, Kevin. Freut mich auch. Und ich bin bereit. Für du bist den bereit? Season Recap, ja. Okay, perfekt. Wir haben versucht, oder wir werden versuchen, das so ein bisschen zu strukturieren. Strukturieren in Anführungszeichen. Es gibt so ein paar Sachen, die wir eigentlich immer machen. Ein Teil wird so ein kleiner Rückblick sein zum Thema Technik. Den werde ich gleich machen. Dann hat Kevin, wie schon bei der letzten Season, eine kleine Umfrage gemacht unter unseren Spielern, wo wir so ein paar Sachen festhalten werden. Ein paar Statistiken werden wir zum Besten geben. Da hat der Kevin was vorbereitet. Und am Ende wollen wir euch noch so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft geben und so ein kleines Fazit ziehen von der Staffel. Ich will euch jetzt ein bisschen mitnehmen, kurzer Rückblick auf Staffel 2, die Folgen, die technische Entwicklung, die wir hier ein bisschen gemacht haben. War ja schon in der ersten Season so, dass wir da schon einiges verändert haben an der Technik und das wollen wir jetzt mal gucken, was so in der zweiten Season alles passiert ist. Bei uns hat sich einiges verändert. Das Hauptding waren so, ich blende mich mal hier nebenan ein, so die ersten 3 Episoden. Da hatten wir noch so unser altes Kamera-Setup. Die Kamera, die den Dealer gezeigt hat, war eigentlich immer noch so die beste Kamera, die wir hier hatten. Da hatten wir auch unser bestes Objektiv drauf. Hier sieht man Kevin und Koni am Dealen. Ein Bild für die Götter. Bei den Seitenkameras sieht man aber noch deutlich die schlechtere Bildqualität und die Unschärfe. Da hatten wir noch diese alte Sony A5000. Die hat schon ein deutlich schlechteres Bild gemacht. Da hatten wir aber dann nachgebessert. Hier sieht man es dann. Mit der A5100 gab es doch eine deutliche Verbesserung in der Bildschärfe und in der Darstellung. Das hat nochmal einiges gebracht. Ab Episode 4 war es, glaube ich, bin mir nicht mal ganz sicher, ob das wirklich Episode 4 war, hatten wir dann die neue Cam, mit der ich auch jetzt gerade mich selber filme, unsere neue 4K-Cam, die ein deutlich besseres Bild macht. Sieht man hier schon in der Überkopfaufnahme, dass es deutlich besser aussieht, wesentlich scharfer, schärfer. Was wir auch eingeführt haben, die Season, war unsere neue Boardcam. Die hat auch nochmal deutlich verbessert. Da hatten wir ja vorher so eine schnöde Webcam, die irgendwie das Board immer so gezeigt hat. Das sah nicht so geil aus. Da haben wir jetzt auch dann nochmal eine richtige Kamera drüber gehangen. Und in Episode 11 hatten wir dann zumindest in meinem Fazit so mit das beste Bild gehabt. Oder den besten Stream, wo alle Kameras auf einem Niveau waren. Das hat mir mit am besten gefallen. Hier sieht man dann nochmal den Kevin, wie er eine Bett macht. Man sieht die Seitenkameras. Das hier ist übrigens die einzige Seitenkamera, die auch noch das alte Modell ist, diese A5000. Die ist nicht ganz so scharf, wirkt aber trotzdem ganz gut. So farblich sieht das ganz cool aus. Und auch die Gegenkamera. Also insgesamt einfach ein homogeneres Kamerabild. Also man sieht schon deutlich eine Veränderung. Auch bei den Standings, da hatten wir auch noch mal dran gearbeitet, dass man das alles ein bisschen besser sieht und erkennen kann. Ja, genau. So war jetzt grob die Entwicklung. Wir haben einiges getan an der Optik. Insgesamt war es zu Season 1 ein deutlicher Fortschritt. Weiß nicht, wie du es gesehen hast, Kevin, so von der Optik her. Also für mich waren die Fortschritte klar und deutlich erkennbar zu Season 1. Wenn man sich dann teilweise nochmal die alten Videos anguckt, die alten Aufnahmen, haben wir da einfach nochmal einen Wahnsinns-Qualitätsboost bekommen, dank dir. Du hast dich da wahnsinnig in die Knie. Nee.
Jetzt bin ich voll gelegt. Ja. Ah, ins Knie gelegt, ja, habe ich, ja. Ja, man hat ins Zeug gelegt und hast da lange recherchiert, welche Kamera da in Frage kommt. Ich habe das ja alles so live mitverfolgt im Hintergrund. Und ja, wenn man jetzt heute so eine Folge anguckt vom Unterhaltungswert, haben wir natürlich einen ähnlichen wie früher, aber es macht einfach mehr Spaß, man hat einfach mehr Lust auch zuzugucken, weil es einfach eine sehr gute Qualität ist und ja, wenn man sich dagegen anguckt, ja, Fernseher oder sowas zum Beispiel, wenn man jetzt da nicht die HD-Funktion hat, dann haben wir da einfach eine viel bessere Qualität sogar mittlerweile als so dieses alte Fernsehen, sage ich jetzt mal. Und man hat auch mehr so das Gefühl, jetzt mit am Tisch zu sitzen durch die höhere Qualität, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und das Zuschauen macht schon deutlich mehr Spaß nochmal als noch in Season 1. Ja, absolut. Also finde ich auch ganz gutes Fazit. Die Qualität ist insgesamt einfach deutlich besser geworden. Also wenn man es jetzt mal so als Vergleich, kann ich ja kurz einblenden, dank der modernen Technik des Videoschnittes. German High Roller ist ja so eine bekannte Fernseh-TV-Produktion. Die war qualitativ eigentlich gut, aber so Bildqualität und irgendwie so Feeling hat die doch nicht so irgendwie... Die war nicht, wie sagt man, im Gaming immersiv. Man hat sie nicht so, es war nicht so, als wäre man dabei irgendwie. Man hat da zwar zugeguckt, aber irgendwie hat es teilweise nicht so geschnackelt. Keine Ahnung, kann das schlecht in Worte fassen. Genau, also da sind wir auf alle Fälle ein gutes Stück weiter. Was noch ein Problem ist bei uns mit der Technik, ist die Kombi Software-PC und so. Da bin ich aber auch gerade noch dran. Eben jetzt Übergang zu Staffel 3, zu Season 3, neuer Computer. Und dann sollte nach und nach langsam alles besser werden. Aber das können wir nachher nochmal beim Ausblick ein bisschen besprechen. Genau, das war jetzt mal so ein kurzer Überblick, was in der Season alles so gelaufen ist, bildtechnisch. Ich denke, da ist einiges gelaufen. Wir hatten auch eigentlich sehr gute Streams, was man auch noch so als deines Rückblick-Fazit sagen kann. Gegen Ende Sommerpause hatten wir ziemlich lange. Das hätten wir vielleicht ein bisschen kürzer gestalten können, so als Reflexion. Aber auf der anderen Seite, Sommer war, glaube ich, nicht wirklich jeder so richtig motiviert, da in dem warmen Raum zu hocken und zu pokern. Weiß ich nicht. Gut, es gäbe ja eine Klimaanlage. Ja, aber man soll ja nicht aus Umweltgründen die Klimaanlage so oft laufen lassen. Deswegen wurde die vielleicht nicht immer angeschlossen. Ach so, ja. Mhm. Ja, das ist so ein Sonderthema. Also man hätte die Chance auf eine Klimaanlage gehabt, aber man hat sie vielleicht nicht immer wahrgenommen. Lassen wir an der Stelle mal unkommentiert. Ja, cool. Soviel zum Thema Technik und zum kleinen Rückblick. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Statistiken und die Votes an, die du mit vorbereitet hast, Kevin, was ja eigentlich der Hauptbestandteil unseres Recaps ist. Und von daher würde ich sagen, ich schalte die Kamera um und Bühne frei, oder wie sagt man das im Showbiz? Mats ab, Kevin, leg los. Ich werde da gern mal reinhaken, dazwischen quatschen, je nachdem, wenn es spannend wird. Ab geht die Luzi. Vielen Dank. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, deine Kommentare, die du ja nicht nur im Stream auf Lager hast, sondern auch auf Offline, jederzeit abzugeben. Mhm, unbedingt, ja. Also, red mal nicht lang um einen heißen Brei herum, sondern starten direkt hier in Season 2, der Rückblick. Ich habe hier so eine kleine Präsentation vorbereitet, die uns doch durchleiten soll durch ein paar Highlights aus der letzten Season, die ja doch wieder gespickt war. Ja, gespickt war mit Highlights, so war ich stehen geblieben. Und da gab es natürlich auch einige nennenswerte Highlights und die gehen wir doch jetzt gerade mal zusammen durch. Sehr also, gut, ich bin gespannt, Kevin. Wir haben jetzt verschiedene Kategorien gemacht und in diesen wollen wir die Spieler loben, die mit einer besonderen Leistung aufgefallen sind. Das ist so die Kategorie 1, die ich mir ausgedacht habe. Mhm. Und da fangen wir als allererstens an mit einer Kategorie, die ich genannt habe, Sitzfleisch. Meisten Sitzfleisch Hände, also quasi der Iron Man, die Iron Woman des Pokerns, oder wie? Genau, der am längsten durchhält. Also man sieht ja auch das Bild dazu. Hier habe ich übrigens
KI benutzt. Also wer sich da fragt, wo das herkommt, Copilot von Microsoft, will ich nur kurz erwähnen, damit ja, die Quellen dann auch ersichtlich sind und so, ja. Ah, das ist gut zu wissen. Das muss ich bei YouTube nämlich angeben, wenn ich so ein Video hochlade. Ja, dann kann ich das anklicken. Ah ja. Ah ja, 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 gut. Ja, gut. Ja. Gut, dass die Info da ist, ja, ja. Ja. Ja, also meiste Hände. Wer hat die meisten Hände in der Season 2 gespielt? Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Ich bin gespannt. Wir hatten ja einige Spieler, die da in Frage kommen. Beziehungsweise wir haben viele Spieler, die viele Sessions mitgespielt haben. Du auf alle Fälle. Dann Vizo ist auch so ein Dauerbrenner. Birk war ganz oft dabei. Und dann hört es, glaube ich, schon auf von den Leuten, die wirklich viel gespielt haben. Klar, wir hatten ein paar, die haben mehrere Sessions gespielt, aber so die wirklich viel gespielt haben, ich glaube, so auf die drei Kandidaten würde ich es eingrenzen. Ja, richtig. Und die Person ist auch dabei. Ah, und zwar war das unser Vize. Vize, die Maschine. Richtige Maschine. 634 Hände hat er geschafft. Ja, also der hat so gut wie in keiner Session gefehlt. Ich glaube, einzig in einer Session dürfte er gefehlt haben. Okay. Hat er in einer Session gefehlt? Muss ich gerade mal kurz dazwischen fragen? Kann sein. Weiß ich nicht. Ja. Okay. Weil, kann auch sein, dass er alles durchgespielt hat. Ja. Kann sein, dass er alles durchgespielt hat, weil ich wollte gerade sagen, pro Session ungefähr 50 Hände. Dann würde es ja mit 600 Händen passen bei 12 Folgen, Episoden. Ja. Also Hut ab, Vize. Hut ab, ja. Vielen Dank. Der Dauer-Marathonmann quasi am Pokertisch. Ich meine, ja, auch ein großes Dankeschön natürlich auch da an der Stelle auch angebracht, weil ohne die Leute, die spielen, natürlich auch so ein Stream nicht stattfinden kann. Ja, absolut, absolut. Ja. Kann ich nur beipflichten. Dann haben wir zweite Kategorie, genau das Gegenteil von unserem Iron Man. Nämlich wer war denn so der Schnellspritzer bei uns? Also wer hat es geschafft, nur in einer Session mal kurz mitzuspielen und da dann vielleicht auch eine Session zu erwischen, die vielleicht auch nicht ganz so lang war? Ja, meinst du so quasi so One-Hit-Wonder, die mal kurz da reingeschnuppert haben? Ja, oh, ja. Gute Frage. So Nike schmeckte. Ja, da hatten wir, glaube ich, ein paar, die irgendwie mal gespielt haben, mal kurz. Überlege ich gerade. Also Carlos vielleicht, weil der sonst immer am Dealen war. Dann Sebel Sebo sind immer so Kandidaten, die mal wenig spielen, weil sie viel unterwegs sind. Dominguez vielleicht. Ich glaube so ungefähr. Mhm. Weiß nicht, ja. Mhm, ja, also Carlos hat tatsächlich mehr Hände, weil Carlos durfte ein paar Mal spielen, als ich dann die Stilen für ihn übernommen habe. Deswegen bin ich ja auch nicht bei den Händen Erster, sondern bin da nur auf Platz 2 gelandet, weil ich doch auch mal gedealt habe und ich habe auch mal moderiert und so. Und dadurch kam Carlos sogar auf 2 Einsätze und dadurch hat er es geschafft, dann doch nicht letzter zu werden oder in der Kategorie Erster zu werden. Nee, aber du hast gesagt, einer von den Seppel-Sebos könnte sein und tatsächlich, es ist unser Sebo, der es genau geschafft hat, 50 Hände bei uns mal mitzuspielen in der Season. Aber nach der Season ist ja vor der Season bekanntlich und ich habe es mal munkeln gehört, dass er demnächst mal wieder in einem Stream dabei sein wird. Ja, wäre schön auf alle Fälle. Eben sind fast ein bisschen wenig Auftritte vom Sebo. Der ist immer gern gesehen, immer geile Outfits, immer geile Action am Tisch. Eigentlich immer ein witziger, spaßiger Dude am Tisch. Aber gut, einer muss die wenigsten Hände spielen. Dann ist halt der Sebo. Auf der anderen Seite, so die Hände, die er spielt, die krachen meistens. Also von daher, Sebo, weitermachen. Also war natürlich mit Abstand eine der besten Episoden in der letzten Season, als Sebo dabei war. Jo. Action geladen, so wie es sein muss. Okay, no. Dann. Gut. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir die Kategorie wo es ums Thema geht. Megadonk. Also, wer hatte den höchsten V-Pip?
über die gesamte Season gesehen. Und da haben wir natürlich echt einige Kandidaten. Das also, wollte ich auch gerade sagen, da haben wir so viele Kandidaten. Also da fallen mir jetzt spontan mehrere Namen ein. Pharao, Kupfer 18, Birk, Sebo natürlich auch, Vize, Knut, alles Spieler, die quasi gefühlt jede zweite Hand oder jede oder drei von fünf, von vier Händen, neun von zehn Händen spielen. Also keine Ahnung, da bin ich gespannt. Ja. Und es ist Pharao mit 84,8% gespielte Hände in der gesamten Season. Gut, es waren zwei Auftritte, aber das zu schaffen in zwei ganzen Episoden sozusagen dann auch auf 84,8% zu kommen, fand ich dann schon auch beeindruckend. Ja. Aber die anderen, so wie du jetzt gerade genannt hast, waren jetzt auch nicht weit hinten dran. Also da gibt es tatsächlich noch mehr Kandidaten, die gewillt waren, Hände zu spielen diese Season. Ja, das zeigt dann doch nochmal, dass die Spieler im Live-Game wirklich loose unterwegs sind und viele Hände spielen wollen. Wenn du auf hunderte Hände 80 oder über 80 Hände spielst, dann willst du einfach zocken und juckeln und weniger strategisch spielen vielleicht. Aber cool, ja, 84% ist eine Marke, ja. Musst du erstmal schaffen. Eine Hausnummer, ja. Gut, da haben wir natürlich genau das Gegenteil davon. Das ist, ich habe es jetzt mal Old Man Coffee genannt. Die Vegas-Gänger unter uns, die kennen die Kategorie, also die kennen diese Typen hier zumindest, die da immer sind, die am besten hier mit einer Zeitung sitzen, ja, und eigentlich gar nicht pokern, sondern mehr so ihren Kaffee halt trinken, Zeitung lesen und dann halt Ass und Könige spielen. Ja, und wenn sie die verlieren, gehen sie halt heim. Ja, schwer zu sagen, wer das sein könnte. Da gibt es eigentlich ein paar, die spielen bewusst weniger Hände. Keine Ahnung. Es gab zwei, die sehr, sehr tight waren in der ganzen, auf die ganze gesamte Season gesehen. Überraschenderweise war das die Pocahontas, die tatsächlich wenig Hände gespielt hat, wenn sie gespielt hat. Und auf Platz 1 ist hier gelandet unser neuer Spieler, der jetzt in Season 2 zurückkommt, ist Bramaroon. 37,5%. Okay, das passt. Die alte Nit, ja. Wobei, ich schalte noch mal ganz kurz mich ins Bild mit rein. 37,5% ist halt auch einfach nicht wenig. Ne? Also ist halt dann immer noch viel für so ein Live-Cash-Game oder überhaupt für ein Cash-Game. Fast 40% ist nicht so wenig. Aber im Vergleich zur Konkurrenz ist er halt ganz klar die Obernit. Also von daher. Ja, also ich glaube, wenn ich es jetzt gerade richtig noch im Kopf habe, hat Pocahontas, glaube ich, so 38, 39. Und alle anderen haben halt Mitte 40, Ü40, Ü50. Ja. Ü60, Ü70, Ü80. Okay, ja, das zeigt, also, wir haben doch ein paar Spieler im Line-Up, Spielerinnen, die Handauswahl betreiben und selektiv spielen, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, im meisten sind wir ja so 7-händet, 8-händet, dann ist 37,5 auch schon relativ nittig. Also 10-händet wäre es dann viel, aber so 8-händet, ja, ist schon nittig. Ja. Kann man schon mehr spielen. Man kann schon mehr spielen, ja. Ja. Gut. Nächste Kategorie, Maniac. Wie soll man es nennen? Der sich nicht im Zaun haltende Spieler, der versucht, die anderen zu, ich habe das den englischen Begriff, to bully, also die anderen umzuschubsen, genau, ja, der Schulschubser, ja, der früher die kleinen Kinder weggeschubst hat. Der Schulhofraudi. Also der Schulhofraudi, genau, ja. Wer hat den höchsten PFR? Und ja, da will ich dich jetzt gar nicht lang fragen, weil das ist relativ schwierig. Die meisten sind ja eher passiv. Es gibt ja nur ein paar wenige Spieler, die einen hohen PFR haben. Das ist richtig. Das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen, ja. Mhm. Ich zum Beispiel. Ja, Carlos. Carlos, ja, wenn er spielen darf. Wenn er spielt, ja. Aber auch du. Ah, du. Tada! Das ist eine nette Überraschung. Ja. Ich habe den höchsten PFR. Ich glaube, das hast du ja in der einen Session, in der du spielen durftest, glaube ich, absichtlich gemacht, damit du zumindest in einer Kategorie auch vorkommst. In diesem ja, das und ich habe mir die anderen Stats angeguckt und das war alles andere, war so, ja. Aber ich glaube, da hast du dann das sind Gerüchte. Ja, also in Season 1 habe ich ja, glaube ich, auch mal mitgespielt. Da hatte ich aber auch einfach keine Hände, da habe ich nicht viel geraced.
jetzt in der einen Folge, wo ich mitgespielt habe, habe ich relativ normal, jetzt nicht übertrieben geraced, aber ich versuche schon auch, wenn ich spiele, ein bisschen aggressiv zu spielen. Und vermeintlich bin ich ja auch eine der größten Nits am Tisch. Aber die Statistiken zeigen, wahrscheinlich bin ich es vielleicht dann doch nicht. Auf der anderen Seite kommt das natürlich mir zugute, weil ich dieses Image eben habe. Ja. Aber ja. Statistiken lügen nicht, Kevin. Ja. Nee, man kann jetzt dagegen auch nichts mehr sagen. Das ja. steht jetzt hier so. Steht einfach auf weiß auf rot auf weiß, sage ich jetzt auf mal. Auf YouTube. Auf YouTube. Ja, genau. Bald. Cool, ja. Holger, sehr guter gut. Mann. Also, ja, halten wir mal fest. Gratulation. Applaus. Gratulation. Ja, ja. Sehr gut. Ja, natürlich gibt es dann natürlich auch der, der mit dem geringsten PFR. Also, wer war denn der liebe Hund unter all den Haien? Der Pazifist. Ja, da hatten wir einige Kandidaten. Spontan fallen mir da Knut Fischi ein, die wenig raisen. Und natürlich den König der Schlechtspieler, unseren Pfeifenwix. Der hat doch bestimmt null PFR. Hatte er zumindest in manchen Folgen, hat der quasi nie geraced. Also einer von denen wird es wohl schon gewesen sein. Ja, diesmal bist du nicht drauf gekommen. Es ist auch wieder ein neuer Spieler, der Kravitz. Der Lenny. Der hat es tatsächlich geschafft, 1% seiner Hände zu raisen. Okay. Ein einziges Prozent. Zwei Episoden mitgespielt und dann wahrscheinlich eine Hand von 100 geraced. Eine Hand hat er geraced, ja. Okay, ganz stark. Ja, Lenny war auch ein Spieler, der sehr viel, oder ist ein Spieler, der sehr viel spielt, aber halt auch sehr viel passiv spielt. Also das passt schon, ja. Ich habe gar nicht immer so eine Erinnerung. Ich dachte jetzt 100 pro der Pfeifenwix, aka Heckmann, ist unser Pazifist, lowest PFR, aber Lenny, ja, wenn das dein Style ist. Pfeifenwix hat es tatsächlich geschafft, nicht letzter zu werden, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat sich die Streams teilweise nachträglich auch nochmal angeguckt und da wurde er ja doch auch ab und zu mal abgewatscht, ja, ist ein guter Ausdruck. Ja, ich glaube, das hat er sich zu Herzen genommen, denn er hat dann auch ein paar Episoden gehabt, wo er plötzlich dann auch mal 9% PFR hatte oder sogar mal über 10, glaube ich, einmal. Also da waren dann schon Stations dabei, wo er gezeigt hat, er kann auch racen. Er kann auch anders, ja. Das Stilmittel racen ist ihm nicht fremd. Okay. Gänzlich. Ja. Sehr gut. Also, Pazifist haben wir auch. Die nächste Kategorie habe ich mal Value Town genannt. Wer hat die beste Winrate? Also wer bringt seine Gegner regelmäßig dazu, ihm den Sieg zu schenken, ihn auszuzahlen? Und ja, ich würde spontan hätte ich da natürlich mich ganz oben gesehen. Mhm. Ja. Weil ich doch in vielen Episoden Erster war. Aber wenn ich schon den Satz so anfange, dann bin ich es wahrscheinlich nicht. Wollte gerade schon sagen, das klingt ja so, als wärst du es nichts. Dann sparen wir uns nicht länger auf die Folter. Wer ist unser Winner? Das ist der Baumeister ist es. Baumeister, Lego Mio. 33,7% durchschnittlichem Winrate. Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viele Episoden er mitgespielt hat, aber es waren mehr oder ist gleich zwei. Mhm. Ich würde auch sagen, dass er eher gefühlt so eben 3-4 Episoden mitgespielt hat. Und ja, Baumeister ist eine Kante am Pokertisch. Ist eine Kante, muss man sagen, ja. 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 Und die Winrate gibt absolut. Ihm auch recht. Ja, also führte kein Weg dran vorbei an ihm. Ich war knapp dahinter mit, ich glaube, 32,x%. Ja. Okay. Ja. Runner-up sozusagen. Ja, Runner-up. Immerhin. Mal. Okay. Ja. Gut. Wer hat denn die geringste Winrate? Also wer war der Payoff-Wizard? Da fallen mir auch wieder ein paar Namen ein. Ja, sind viele, ja. Die ich wahrscheinlich schon vorhin alle genannt habe beim PFR. Also fallen jetzt spontan Birk und Fischi ein. Knut auch. Alle Spieler, die nicht den besten Lauf hatten, so in meiner Erinnerung. Weiß nicht, ja. Es ist Fischi. 14,9% durchschnittlichen Winrate. Und das war schon sehr wenig. Also Fischi hat in der letzten Season gar nichts zu lachen gehabt. Mhm. Absolut nicht. Zumindest on-stream hat er schon einige Pötte abschenken müssen. Ne? Also das war tatsächlich so, ja.
Wobei natürlich unsere Streams natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt sind vom Pokergeschehen, aber on-stream musste der Fischi schon teilweise mal abschenken, ne? Und spiegelt sich dann auch in der Winrate wieder. Ja, ja, ja. Ja, war so auch meine Vermutung. Prima. Dann haben wir natürlich auch den großen Gewinner der letzten Season. Also wer war der Abgraser? Mhm. Da bin ich gespannt. Season 1 hat Maya Pocahontas, die groß abgeräumt hat. Mhm. Und in Season 2, also man hätte es ja vorhin schon ableiten können von einem anderen Stat, ist der Baumeister geworden mit wirklich krassen 184,59, warum auch 5,9, aber da steht es halt drin, deswegen habe ich sie übernommen. 184,59 plus. Ja, Lecco Mio. Also ja, Applaus, auch. Applaus. Ja. 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 Glückwunsch, der Baumeister geht raus. Unser großer Season-Winner, ja. Muss man einfach neidlos jetzt mal anerkennen, ne? Unterstreicht halt auch nochmal, dass er eine absolute Kante ist. Mhm. Ja, und Baumeister ist auch einer, der scheut sich nicht davor, große Pötte zu spielen. Und dementsprechend, wenn es läuft, dann läuft es, ne? Kann man mal so sagen, ja. Also Glückwunsch an Baumeister. Eigentlich die mit einer der wichtigsten Kategorien, ja. Also quasi unser großer Winner. Am Ende zählt eigentlich nur diese Kategorie. Alles andere ist ja Humbug. Was bringt es mir, in VPIP Erster zu sein? Oder in gespielte Hände? Wenn ich in gespielten Händen halt nirgends lande. Ja. Mit dem Ergebnis, ja. Wahre Worte von unserem Chefstatistiker. Wenn es einen großen Gewinner gibt, gibt es meistens auch einen großen Verlierer. Das ist immer so. Den habe ich jetzt Ableicher genannt, einfach mal. Der Ablader der Season. Ablader. Ja, einer muss ganz unten stehen im Tableau, das ist so. Ich hätte auch hier so einen großen 50-Tonner, der gerade ablädt. Hätte ich auch. So ein Kieslaster. Ja, genau, da immer hinten so. Dollars ablädt, hätte ich auch machen können, aber ich hab mich für dieses Bild hier entschieden. Okay, wenn du es einblendest, mache ich noch so ein trauriges Posaunengeräusch. Ja, mach das, ja. Oder so eine Violine, die so. Ja, aber ist gut. Einer muss auch ganz unten im Tableau stehen. Ja. Zeig uns die schonungslose Wahrheit, Kevin. Die schonungslose Wahrheit ist, Herkules. 287,25. Also den hat es auch, jetzt muss man wieder dazu sagen, im Stream. Wir spielen ja meistens immer noch viel, viel länger nachher und dann regulieren sich diese Ergebnisse meistens dann nochmal. Das ist tatsächlich so, es ist am Ende meistens wieder ausgeglichen als am Anfang. War aber im Stream wirklich ein Spieler, der groß leiden musste. Viele sehr, sehr große Pötte sind da auch verloren gegangen, auch wenn er mal zwischendurch eine Session hatte, in der er komplett abgeräumt hat, also eine Episode. Mhm. Und den, vor allem dem Carlos hier, ja, hat leiden lassen, das weiß ich noch. War es am Schluss dann leider so, dass er ganz hinten war. Ja, war auch so ganz offensichtlich. Also, ja, da hat er offensichtlich die Scheiße am Fuß gehabt, wie man im Fußball auch sagt. Aber das ist halt so in so einer Session. Einer muss ganz unten stehen im Tableau und das war jetzt in dem Fall der Birk. So ist. Nach der Season ist bekanntlich vor der Season. Und soweit ich weiß, hat er jetzt in der Season auch schon wieder teilgenommen. Die Videos dazu sind auf dem Kanal zu sehen. Und soweit ich das jetzt mal verraten kann, läuft diese Season diese Season ganz anders für den Birk. Gut, ja, kommen wir auch. Es geht wieder aufwärts. Ja. So, kommen wir jetzt noch gespannt. Ein paar kuriosen Stats habe ich noch rausgesucht. Da gibt es doch einiges vom VPIP über den PFR hinweg. Einige doch extreme Werte, wie jetzt zum Beispiel Pharao, der 86% seiner Hände gespielt hat in einer Episode, in der er dabei war, oder auch, dass der gesamte Tisch mindestens im Schnitt 62,6% VPIP hatte, oder Pfeifenwix, der teilteste Spieler war in Episode 1 mit 49,2%. Das sagt VPIP natürlich alles, ne? Ja. An so einem Tisch will man natürlich auch sitzen. Ja. Unsere Games sind extrem loose, das muss man einfach mal festhalten.
So ist es. Die Zeiten, wo da rumgenittet wurde, auch wenn es hier der Maroon vielleicht mal nur 37% der Hände spielt, also das gibt es im Live-Poker nicht. Gibt es bei uns nicht. Hör zu, Maroon. Also, du musst mehr spielen. Ja, und dann haben wir auch PFR. Auch da waren ein paar Kuriose, sind die Extremen aufeinander geprallt. Also Episode 7 hatte Birk in 36% der Fälle sich die Karten angeguckt und gleich mal Raise gesagt. Also schon auch eine sehr, sehr hohe Zahl, über ein Drittel seiner Hände zu raisen. Jede Raisen ist viel, ja. Ja, während das Kravitz geschafft hat, also unser Lennart, in Episode 8 genau 0% seiner Hände zu raisen. Das musste auch also genau keine. Ja. Ja. Dass man keine Hand hat, die man raisen kann. Musste erst mal hinkriegen. Ja. 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 Aber er hat es hingekriegt. Gut. Ja, andere weitere kuriose Stats gibt es jetzt hier auch im Win-Percentage. Da gibt es jetzt mal mich zu sehen, und zwar bei 50%, bei Winrate. Und zwar habe ich 50% meiner Hände gewonnen in Episode 4. Das war doch schon auch ein sehr, sehr hoher Wert auf eine ganze Session gesehen. Hat am Schluss nichts gebracht. Ich bin weder in Abgraser noch in Win Percentage auf die ganze Season vorne. Aber da kommt jetzt was zum Tragen, was man dann auch wieder im Gesamten sieht. Episode 2 hat Fischi nur 4,8% seiner Hände gewonnen. Also ja, doch eigentlich nichts. Und das hat ihn auch dazu gebracht, dass er ganz hinten gelandet ist in der Kategorie. Ja, Winrate ist halt immer so ein bisschen, wie die Handverläufe halt sind, ob du halt gute Setups kriegst und so, spiegelt sich natürlich da auch da wieder einfach, hast du mal einen Kartenlauf, hast du Kartenglück, aber so die Tendenzen kannst du natürlich schon gut ablesen, auf alle Fälle. Ja, ja. Und auch die einzelnen Sessions waren geprägt von höheren Swings. Man sieht es jetzt hier in unten. Wir haben jemanden, der jetzt noch nicht zur Sprache kam, der Kuni, der hat ja hier eine Session mit minus 91. Stabil. Während Kuni, stabil. Richtig stabil, mal 9 Stacks liegen zu lassen in einer Session. Ja. Und Pharao hat es geschafft, in einer Session mal 100. 5,55 plus zu machen. Höchster Winner und höchster Loser. Also das ist schon erstaunlich. Also kann an so einem Abend gut laufen, kann richtig schlecht laufen, so im Schnittzimmer, glaube ich. Wäre auch mal interessant, so durchschnittlich plus minus an so einem Abend. Wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Stacks plus und minus. So, das ist, glaube ich, so der Average. Aber kann dich natürlich in der Session auch mal ins Extrem bringen. Ja. Genau. So, damit genug jetzt mit Stats und alles. Jetzt kommen wir mal zu euren Votes. Also unsere Spieler durften votieren, ihre Stimme abgeben, ihre Lieblinge küren. Kommen wir zur ersten Kategorie. Das ist die beste Episode der Season 2. Ihr habt gewählt und das Voting gucken wir uns gerade mal an, das Ergebnis. Da steigt und steigt und es kommt ein Gewinner hervor. 2 Gewinner haben wir. Oh, 2x 5 Votes. Ja, jetzt gucken wir uns. Was denkst du? Also hast du eine Ahnung? Mein Favorit ist ja Episode 11, habe ich gesagt, weil das technisch der beste Stream war. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass unser Fasching-Stream ganz vorne ist. Der war nämlich auch super witzig und cool mit den Kostümen. Ja, also Technik kann ich dir sagen, interessiert bei den Votes keinen. Okay, alles klar. Ja. Na, danke. Wir haben hier Episode 1 und Episode 4 ganz vorne und deine Episode 11 hat genau 0 Votes bekommen. Ja. Okay, sehe ich ein. Ja, das waren auch beides sehr gute Episoden. Ne? Also die erste Episode mit Yannick und seinem Vater am Tisch war überragend lustig und auch unsere Faschings-Episode mit Kostümen, mit Schiedsrichtern, mit allem, die war auch mega geil. Ja, also dass wir das auch auf die Beine gebracht haben, dass alle ein Kostüm anhatten und so, dass alle sich da in Schale geworfen haben. Der Supervik hat sich extra einen Arm gebrochen gehabt dafür, für den Abend. Das war schon sehr genial. Also Daumen hoch, Viktor. Danke dafür, Supervik. Ja, kann ich so abnicken. Abgenickt, Kevin. Ja, komm ab. Ja, abgenickt von dir. Perfekt. Zweite Kategorie war Hand of the Season und da gab es auch ein paar spannende Duelle am Tisch.
ist schwierig, jetzt alles durchzugehen. Deswegen zeige ich jetzt einfach mal das Gesamtergebnis an und wir sehen, dass welche Hände nominiert waren. Und wir haben einen eindeutigen Sieger, und zwar Vize mit Ass-König gegen Cash and Bar mit Junge 10 suited. Das war eine verdammte Hand, ja. Wir machen den Link zu dieser Hand, machen wir unten in die Videobeschreibung, würde ich sagen, Holger. Mhm. Ja. In die Videobeschreibung, und ich mache hier dann mal so eine Infokarte da oben hin. Da kann man auch direkt draufklicken, genau. Eben ist ja YouTube, kann man ja alles machen. Ja. Genau, genau. Mhm. Ja, sind ja hier so digital und so. Ja, zu Recht. Also eine auf alle Fälle der spannendsten Hände. Eine Hand, die den mit einem der größten Pötte in der Season hatte. 1000 BB hast du hier reingeschrieben. Also da ging schon richtig zur Sache. Der größte. Ja, es war der größte sogar der Season, ja. Und das zeigt, wie furchtlos Cash and Bar ist, wenn er mal spielt, und wie schmerzfrei Vize ist, wenn er mal spielt. Also da treffen zwei Poker-Giganten aufeinander, kann man einfach so sagen, in der Hand. Ja. Also lohnt sich, angucken die Hand. Das ist auch ein Duell, was so in unseren Off-Streams ganz oft auch zustande kommt, auch mit größeren Pötten. Also, und hier haben wir es jetzt einmal live und in Farbe einfach mal eingefangen, das Ganze. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie die Protagonisten hier mit der Hand umgehen. Ja, quasi also wie ein Naturfilmer, der wochenlang auf der Lauer liegt, um das Duell Löwe gegen Zebra zu filmen, hast du quasi hier das eingefangen für unsere Fans da draußen an den Endgeräten. Ja, jetzt ist das Zebra natürlich auch sehr also untermotorisiert, würde ich jetzt behaupten. Bärchen von den beiden jetzt das Zebra. Das ist ja hier in jeder Hand, ist das ja anders. Mal ist man der Jäger, mal ist man der Gejagte. Das ist das Gute am Poker. Okay. Ja. Gut, also Big Pot auf jeden Fall. Waren einige größere Potte dabei. Potte. Wir haben auch einige größere Pötte, jetzt habe ich es richtig. Ja. Aber es gab natürlich auch andere sehr, sehr interessante Hände. Das konnte man jetzt hier alles nicht widerspiegeln. Da gab es einfach zu viele sehr, sehr interessante und coole Hände. Das wird einfach den Rahmen sprengen. Aber viel Spaß bei euch bei der Hand auf jeden Fall. Sehr schön. So, dann Player of the Season. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ne? Die spannendste Kategorie überhaupt. Ich ja... klar, Dominator gewesen in Season 1 bei Player of the Season. Dieses Jahr war ich nicht mal nominiert. Nicht mal nominiert. Ja. Nominiert waren dieses Jahr andere Spieler, und das Voting dazu, gucken wir uns gerade mal zusammen an. Aha. Und es haben tatsächlich zwei Spieler, also wenn ich nicht dabei bin, kann man sich halt nicht entscheiden anscheinend. Ja. Aha. Haben zwei Spieler haben gewonnen. Und jetzt ich bin gespannt, Kevin. Der Player of the Season übergibt das Zepter. Das sind die Nominierten. Pharao, Baumeister, Vize, Birkules und Cash in Bar waren die Nominierten. Alles prägende Spieler. So, richtige Animation gebaut hier. Und Pharao und Vize. Und Vize sind unsere Players of the Season. Also herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus, Applaus. Glückwunsch an auch die von beiden. Mir. Ja. Haben sie sich auch verdient. Pharao durch seine Ausstrahlung, durch seinen Spielwitz, ja, und durch seine Action. Und Vize, unser Drunken Sailor vom Niederrhein, hat es natürlich auch verdient. Mit seiner Präsenz. Ja, Weltklasse. Bierdurst und Also absolut auch von mir Glückwunsch an die beiden, an den geteilten Sieg quasi in der Kategorie. Beide hoch verdient. Pharao mega gut im Stream, lustige Type. Vize, unser Dauerbrenner, ich sag's ja, der wahre Iron Man unserer Poker-Community. Also Hut ab, habt ihr verdient. Player of the Season zu Recht. Players of the Season, das Duo. Die Staffel wurde schon dominiert von den beiden, inhaltlich. Ja. Aber man sieht auch, die anderen waren sehr beliebt, also auch Baumeister, Birkules und Cash and Bar haben ja auch gut Vote bekommen. Da gab es viele beliebte Spieler diese Season. Ja, gut. Zu Recht auch. Also, eins noch, das darf nicht fehlen, Outfit of the Season. Unbedingt. Es muss ja eine Kategorie geben, in der ich nominiert bin.
Und wenn ich es schon nicht geschafft habe, irgendwelche großen Pötte zu ziehen oder besser gesagt nur zu verlieren, und wenn ich es nicht geschafft habe, irgendwie Player of the Season zu werden und auch sonst nichts geschafft habe, habe ich gedacht, ich mache ich zumindest mal noch Outfit of the Season. Da habe ich zumindest ein paar Chancen. Mhm. Ja. Und das Ergebnis, gut. Ich habe dieses Jahr viele Konkurrenten. Wir haben ja Faschingspoker gehabt. Da war es, muss ich auch zugeben, schwierig zu gewinnen. Ja, wie ist es denn ausgegangen, Kevin? Wir gucken es uns gerade mal zusammen an. Oh! Ah! Oh! Es hat einer total dominiert, einen klaren Sieger. Und das bin ich! Ja, Glückwunsch an mich. Ja, das sieht man noch im Best-of. Ja. Muss ich aber sagen, habe jetzt diese Season natürlich auch, das ist nicht das einzelne Outfit gewesen, die waren alle okay. Mein Lieblingsoutfit war das vom Poker Matinee, Episode 12 mit dem Pelikan-Kostüm da. Mhm. Das war mein Lieblingsoutfit, aber ich habe mich einfach regelmäßig auch in Schale geworfen. Das unterscheidet mich halt. Muss man schon sagen. Ich brauche keinen Fassnacht-Poker dafür. Genau, Hut ab, in dem Fall Hut auf. Kevin, auf alle Fälle unser most verkleidetster, outfittester Player, das kann man einfach neidlos anerkennen. Wirklich, machst du schon geil, Kevin, dass du dich jedes Mal in Schale wirfst. Ist schon ganz besonders und herausragend, muss man einfach mal so sagen. Andere Stimmen könnten auch sagen, man hat sich vielleicht in so einer Kategorie auch den Sieg erkauft, dadurch, dass man quasi auf Amazon 500 Sonnenbrillen als Paket kauft und diverse Pullis und da einfach mal investiert in so eine Kategorie. Ne? Ist ja quasi so wie der FC Bayern, der kauft sich auch ganz viele Spieler, bis es passt. Und gibt es verschiedene Meinungen. Auf alle Fälle ein verdienter Sieg, da kann man einfach nichts dran mäkeln. Und ich hoffe, auch in Staffel 3 geht es so weiter, Kevin. Mach weiter so. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Alles andere, was hier gerade gesagt wurde, dementiere ich. Ja, das machen erfolgreiche Politiker so. Ich hab auch nicht gerade einen vollen Warenkorb auf Amazon, der mir bald wieder zugeschickt wird. Ich glaube, ja, unter uns, Kevin, mal kurz weghören, der hat bestimmt auf Amazon so eine Wunschliste, die heißt Staffel 3. Und da klickt er einfach alles rein und dann tut er einfach jede Woche abschicken hier. Bringen, Prime, 100 Pro. Link unten in der Videobeschreibung zu meinem hier Wunschzettel. Ja. Kevin hat so einen Affiliate-Link. Genau. Super, also herzlichen Glückwunsch an mich. Mhm. Ich habe noch eine kleine Folie, die kennst du noch nicht, aber ich habe einfach ein kurzes Danke noch, ich glaube von der ganzen Community, an euch zwei, an dich und an Carlos. Ein großes Danke, dass ihr da regelmäßig das Ganze ausrichtet. Uns macht es, glaube ich, viel Spaß, da teil zu sein vom Projekt, unser Bestes zu geben in den Streams, sind da motiviert, mit euch da voranzukommen. Und wenn der Typ nicht dieses Ding da vor seinem Mund halten würde, was nirgends dran ist, dann wäre das Bild auch irgendwie gar nicht so schlecht, gell? Siehst du das? Ja, das nennt man einen Popfilter. Hier ist das aufgesteckte Ding, dass der Sound nicht so halt. Aber das ist doch normalerweise am Mikro dran, aber hier der Co-Pilot des KI-Dings hat es einfach weggemacht, als würde er es in der Hand halten. Wie geil ist das? Kann man auch machen, ja. Ich hab auch Bilder bekommen übrigens, ganz witzig, da hatte dann jetzt wie im anderen Bild, wo der Dealer drauf ist, der hatte dann plötzlich drei Arme. Das wäre auch cool gewesen, wäre passend gewesen. Solche Dinge, ja. Also wäre tatsächlich passend gewesen, ja. Also ja, vielen Dank von uns, vom ganzen Team und danke auch für die Zukunft, dass es so weitergeht. Ja, vielen Dank. Nehmen wir gerne an, also Carlos und ich. Ich stellvertretend, Carlos sieht es ja noch nicht. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, das zu organisieren, zu machen, zu tun. Steckt viel Arbeit drin, viele Stunden, viel Energie, viel Hirnschmalz. Gibt viele Probleme, viele Rückschritte, aber es geht auch viel vorwärts und das motiviert natürlich auch enorm. Und deswegen machen wir das auch, weil es einfach halt saumäßig Spaß macht. Und da haben natürlich auch alle, die mitspielen, einen großen Anteil. Auch du, Kevin, natürlich, der uns da stark unterstützt. Vielen Dank dafür auch nochmal. Kann ich auch mal hier Applaus. Der uns unterstützt als Dealer-Moderator und Dauerbrenner im Stream als Spieler. Jetzt auch für solche Geschichten als Statistikgott. Vielen Dank dafür.
Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns quasi auf Twitch unterstützen. Machen auch viele Spieler. Wird auch zu selten erwähnt. Gibt da leider keine gute technische Möglichkeit, das statistisch auszulesen und einzublenden. Wir sind jetzt 4 Jahre hier am Streamen, am Machen, am Tun. Und seit 4 Jahren abonnieren uns quasi unsere Spieler selber hier auf Twitch und unterstützen uns mit dem Abo. Was uns natürlich wieder hilft, die eine oder andere Kamera oder das eine oder andere Gimmick anzuschaffen für den Stream. Also vielen Dank auch dafür an alle. Ne? Ganz klare Sache. Was will ich noch sagen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe noch 3 Minuten Zeit, dann muss ich los zur Arbeit. Also wähle ich noch weise Schlussworte. Episode 3 wird einige, Episode Staffel 3 wird einige Veränderungen bringen, als kleiner Ausblick. Ich habe einiges vor noch mit dem Stream. Wir habt das schon gesehen. Das Layout haben wir ein bisschen angepasst, ein bisschen neu gemacht, ein bisschen zeitgemäßer. Insgesamt die Darstellung wird zeitgemäßer. Wir werden an der Software weiterarbeiten. Da wird einiges kommen. Und ich werde auch Richtung Winter noch mal einen großen Umbau machen, dass wir die Kameraperspektiven alle angleichen. Werde ich dann noch mal ausführlich erklären, was da passiert. Aber da kommt auch noch mal einiges an Umstellung auf uns zu, ein Umbau am Tisch selber. Und da können wir, glaube ich, gespannt sein. Und Line-Up-mäßig sind wir sowieso gut aufgestellt. Also wir haben gerade eine coole Menge von Spielern, eine coole Mischung von Spielern und Spielerinnen natürlich auch. Ja. Will ich nicht außen vor halten. Ich glaube, unser Projekt ist auf einem guten Weg, auch wenn es gerne mal ein bisschen mehr vorwärts gehen könnte. Wir sind happy. Das kann ich mal so festhalten. Und ich glaube, damit sind wir schon mehr oder weniger am Ende. Kevin, vielen Dank für das Recap. Weiß nicht, was machst du jetzt noch? Ich habe ja heute frei, es ist ja Brückentag heute, Freitag, der 4.10. Und ich gehe jetzt zum Friseur. Das ist cool. Ich habe nicht frei, ich habe Spätdienst und muss jetzt quasi los. Das heißt, ich ziehe mich jetzt noch kurz an, esse noch irgendwie eine Banane, weil ich hatte jetzt nicht mehr Zeit und werde schon irgendwie den Mittag durchhalten. Ja, perfekt. Gut, dann vielen Dank für alle, die jetzt zugeguckt haben. Viel Spaß. Staffel 3 angucken. 2 Episoden sind schon im Kasten. Und wir sehen uns an den Tischen, an den Empfangsgeräten, auf Twitch, auf YouTube und sonst wo. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und liken. Viel Spaß beim Gucken. Daumen hoch. Liken und subscriben, genau. Alles klar. Schönen Mittag, schönen Tag, schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao. So, jetzt gibt es auch so einen schönen Fade-Out. Ne? Alles wird schwarz, alles wird schwarz. So, ach so. Ah, oh. Ah, was? Was? Naja, die Typen der Technik. Moment. Ja, warte mal gerade. Ja, das kann ich alles rausschneiden, Kevin. Kann auch noch einen Schluck. 1, 2, 3, jawohl. Mhm. So. Da ist ein Alarm an? Ja, ist mein Wecker. Ich muss ja nachher noch arbeiten gehen, von daher. Entschuldige, die kleine Störung. Genau, das wäre jetzt quasi der Plan. So, an der Stelle mache ich mal einen kurzen Cut und trinke dann nochmal einen Schluck. Cut, also Regie, Cut. Hat ich mich wohl rausgebracht mit dem. Aha. Warte mal gerade, einmal kurz hier den Kaffeefleck. Das sieht ekelhaft aus. Okay. Das ist noch einer, scheiße. Hätte vielleicht eine saubere Tasse nehmen sollen, nicht die von vorhin. Ja. Beste Episode. Schneid es mal raus. Ich schneide es raus, Kevin. Ja, mache ich. So, Kamera-Akku 52, sehr gut. Da muss ich kurz mal hier abpusten. Nee. War ja auch gerade nochmal. Kann man zum Glück alles rausstreichen. Oder endlich Cut-Offs reinmachen. Wie heißt das? Outtakes. Cut-Offs, Outtakes, Best-of, Nebenprodukt, Beifang. Ja, man denkt immer, YouTube, die filmen alles aus einem Guss. Im Grunde sind die da 3 Wochen an so einem 10-Minuten-Video dran, wie wir es jetzt gerade dran sind. Man glaubt es alles gar nicht. Ne? Ja. Da läuft so viel im Hintergrund. Also jetzt hier rechts und links ist auch Regie, Maske und Catering ist da nebenan in der Küche. Muss ja die ganzen Leute versorgen. Hier. Ich sollte mir zwischendurch mal was anderes anziehen, dass alle denken, das ist wirklich so 2 Wochen.